Heute machen wir einen Rindereintopf mit Kartoffeln und Bratpaprika. Dazu benötigen wir einen Topf, Rindfleisch, Tomatenmark, eine Zwiebel, Kartoffeln, Bratpaprika, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Olivenöl und Sonnenblumenöl. Als erstes gebe ich das Olivenöl in den Topf. Wenn das Öl erhitzt ist, geben wir die Zwiebeln und die Knoblauchzehe hinein. Anschließend kommt das Fleisch hinein. Als nächstes geben wir den Tomatenmark hinein. Verrühren das Ganze. Wenn wir den Tomatenmark untergerührt haben, geben wir kochendes Wasser hinein. Das Ganze lassen wir jetzt 10 Minuten kochen. Als nächstes schneiden wir die Kartoffeln und die Paprika klein. So, als nächstes geben wir die Paprika hinein und die Kartoffeln. Salz. Pfeffer. Und ein Klecks Olivenöl. Verrühren das Ganze. Wenn das Ganze schön durchgerührt ist, geben wir Wasser in den Topf. Das Ganze lassen wir jetzt so lange kochen, bis die Kartoffeln weich gekocht sind. Wenn das Wasser fast verdunstet ist und die Kartoffeln weich gekocht sind, servieren wir uns ein wenig. Ungefähr so. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Creme fraiche und Gemüse hinauf.
Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit.